Schaut halt richtig schlecht aus, ne? So. Ja gut, eher niedriger Tech-Level im Moment. Ja, ich spüre auch, da ist noch Luft nach oben, ne? So. Okay, ich geh mal kurz Holz besorgen. Hier ist ja auch noch Holz. Ja, ich habe gerade da Sachen geklopft. Ich glaube, das war Kelvin, was hier draußen schon wieder rumliegt. Sein, aber wie gesagt, ich habe da gerade auch ein paar Bäume gefällt. Ja. Nee, du bist auf der anderen Seite, glaube ich, drüben. Ja, der eine ist da rübergefallen. Kann auch sein, dass es doch von Kelvin ist. Weiß ich nicht. Ich will ja nicht behaupten, ich würde seine Arbeit effizient. Dieser Kelvin einfach, weißt du? Schneckele! Was machst du denn hier ganz allein draußen? Hallo? Sei doch mal vorsichtig, wo du läufst, Mensch! Nudel, wunderschönen guten Abend! Hi! Schneckele ist aber ganz schön verdreckt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Das wenigstens mal verstärkt. Ja, da wollte ich nicht haben. Nein! Oh nein! Was? Wenn ich durch den Zaun hier durchbaue, dann reißt er beim Durchlaufen den Zaun wieder ab. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding so stabil ist, wie erwartet. Ja, geiler Zaunzwerg. Ich liebe den Zaun, ja. Es ist mein Lieblingszaun. Aber jetzt, warte mal, wir haben noch irgendwo bestimmt noch eine ganze Türe, oder? Hier. Ja, jetzt können wir die Tür abschließen. So, die Vordertür ist jetzt abgesperrt. Da muss ich doch gleich mal gucken, wie das gemacht ist. Na, Zabes? Wie kommt man denn da wieder rein? Jetzt, ich muss von innen den Stecken wegnehmen. Und Urk, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Bloß jetzt steht da dummerweise Kelvin direkt an der Tür. Kelvin! Kiwi Vogel, auch dir ein Dankeschön für deinen Follow. Herzlich willkommen hier. Warte mal, jetzt geht Kelvin weg, jetzt kannst du wieder rein. So, schau, und wenn du jetzt hier die Tür zumachst, dann hast du hier das Schloss. Ah. Cool. Es wird auch draußen langsam echt so ein bisschen dunkel. Vielleicht sollten wir mal. Ja. Oh, Kelvin. Na, Tür zu. Hinten habe ich dummerweise die Tür falsch rum drin. Ja, da muss man von außen zuschließen. Das ist ein bisschen doof. Das vielleicht. Ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich fürchte auch, der Plan hatte Lücken. Ja, aber ja, gut. Ich speichere jetzt erstmal hier. Ich speichere sicherheitshalber zweimal. Was war? Oh.
Ich habe keine Ahnung warum, aber ich wollte eigentlich nur speichern. Das hat dann dazu geführt, dass ich das Bett zerstört habe. Ich spüre gerade, da ist eine leichte Aggression gewesen, ja? Möchtest du dich dazu äußern, darüber reden? Ich glaube, das Wort, das du gesucht hast, war unfähig, Falk. So, pass auf. Stellen wir gleich einfach ein neues Bett hin und dann wird das schon. Ja, ich bin schon dabei. Okay, dann erhole ich mich mal am Feuer. Geil! Also, einmal hinlegen. So eine gute Nachtruhe, weißt du, die tut uns einfach auch gut. Die bringt uns wieder auf Touren. Dann können wir den Tag viel besser starten auch. Ja, also so unausgeschlafen war es ja auch überhaupt gar kein Wunder, dass ich das hier mit dem Wetter reingesaut habe. Ja, so, jetzt bin ich durstig, dann können wir mal Hunger. Was trinken. Haben wir hier draußen noch was? Ja, da draußen hängt noch was. Glockenfleisch ohne Ende. Ja, ja. Gönn ich mir, weil es so lecker war, gleich mal zwei. So, auch noch ein Schlückchen hier und dann wird das schon der Zerstörer zappelst. Manchmal muss man einfach auch mal ausrasten dürfen, ja. Meine Eskapaden haben irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt gar keine Rüstung mehr habe. Sowas Blödes. Ja, ich habe aber auch nicht mehr so viel. Also, die, wenn die einmal zuhauen, verlierst du zwar kein Leben, aber ein Rüstungspunkt ist halt fort, ne? Also, die Rüstungen sind eine teure Angelegenheit. So, Saberinho, ich bin soweit ready. Le Zappes ist auch ready. Warte kurz, ich schaue ich nochmal schnell, wie viele Pfeile habe ich? 20 aktuell. Ja, und ansonsten kann ich dir auch noch ein paar geben. Ich habe auch Rucksack voll Pfeile, so viele gingen. Okay. Aber ich benutze ja eigentlich nicht. Ja, passt. Ich nehme auf dem Weg jetzt nochmal ein bisschen Gestrüpp mit, damit ich ein paar Stöckchen habe, um mir im Zweifel nochmal unten ein bisschen Pfeile bauen zu können. Verkehrt, ein bisschen Zeug dabei zu haben. Im Zweifel machen wir uns, schürmen wir uns unten einfach ein kleines Feuerchen. Ja. Davor? Ich bin schon bei der Höhle, ich will da nicht rein. Ich hab da auch irgendwie gerade so nicht so, weißt du, ich denk mir halt, was wollen wir da? Da ist doch nix. Warum müssen wir denn in der Höhle? Ich hab aber tatsächlich total geile Loot drin. Bestimmt. So. Und ich will die haben, die Loot. Ach, rein da, Zabes! Weißt du, was man vielleicht, ich muss gerade mal gucken, Fackeln. Hab ich eine Einstellung? Fackeln war ein Ding. Ich hab eine Fackel. Fackel ist hier. Ich muss gerade mal gucken. Ich müsste eigentlich auch eine haben. Hier liegt noch Zeug rum. Munition vor allen Dingen. Oh, Lufttank collected. Sekunde, ich bin noch nicht ganz so weit. Das mit dem Seilrutschen-Ding könnte für uns relevant werden, ja. Das denke ich auch. Das ist wirklich eine gute Idee, mit der Seilrutsche mal hier ein bisschen auf ganz, ganz schwierig Sachen zu konstruieren, wo Zappes einfach aus dem Wald raus Bäumstämme dranhängt und die kommen automatisch direkt vor der Base runter. Irgendwo so. Also ich könnte... Das könnte man bauen, das würde ich auch tatsächlich nach der Höhle vielleicht mal in Angriff nehmen, ne? Ich glaube, hier sind aber die Gegner wieder da, oder? Die sind mit Sicherheit wieder da. Hast du die Munition eingesammelt, die hier rumlag? Ja. Gut. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz... Markus, danke für 100 Billis. Splendor Party. Ich mache jetzt mal, warte mal, was ist die Fackel bei mir?
Die Fackel hat die Nummer 7. Die Nummer 6 mache ich mal zur Leuchtfackel. Weil dann habe ich das und die Tabletten mache ich mal auf die 0. Dann kann ich mir im Zweifel instant Tabletten reinzünden. Haben wir sonst noch irgendwas, was wesentlich wichtig wäre? Tabletten auf die 0 klingt nach einer super guten Idee. Ja, schon, oder? Entschuldigung, ich muss mal niesen, ey. Fiebertraum, Dankeschön für dein Follow. Okay. Tabis. Viel Glück uns beiden. Wir werden es brauchen. Ja. Ich weiß nicht, wo der erste kam, aber da, das war noch ein Stück, oder? Ich glaube, das war noch ein Stück. Aber ja, nicht hier so müsste irgendwo der Punkt sein, wo wir respawnen, wenn wir kaputt gehen. Ja. Ja, hier irgendwo. Und hier war dann der erste, glaube ich. Warte mal. Ja, ich sollte vielleicht die Fackel anzünden, bevor ich sie werfe. Kann ich die nochmal nehmen? Man soll ja auch mit der Fackel gut zuhauen können, ne? Das soll den ja auch machen. Ja, das sagten zumindest die netten Leute aus dem Chat letztes Mal. Da vorne ist irgendwas? Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo es interessant wird. Okay, pass auf, Zabes. Sobald du was siehst, schrei laut Hilfe. Also ich mit dem Bär und du mit Pfeilen? Oder wie machen wir das? Ich versuche gerade zu überlegen, wann es sich lohnt, eine Fackel reinzuwerfen, damit wir endlich mal was sehen. Ja. Aber da kommt auf jeden Fall jetzt gleich was. Warte mal kurz, ich nehme mal die Fackel in die Hand. Zünd ja, die an. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die hier irgendwo waren, die ersten Typen. Okay, das mit der Fackel im Wasser ist eine blöde Idee. Sieht aber sehr hübsch aus. Okay. Ist hier noch Loot? Irgendwas habe ich gehört. Da hinten ist einer. Da hinten, Vorsicht, da hinten, da kommt einer. Ah ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich nehme den Speer. Es sind insgesamt mindestens 3. Einer kommt schnell. Rechts. Sag mir, wenn einer... Vorsicht vor dir! Drei sind vor uns. Hey, gib mir einen Pfeil wieder. Oh shit. Bist du down? Ja. Aber lass dir Zeit, ich hab keinen Sinn mehr. Ich bin wieder down, sag doch was. Warte, Au! Ihr kriegt mich nie! Ihr kriegt mich nie! Ihr Schweine! Das, was du da machst, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder ob er tot ist. Er ist tot, glaube ich. Ich schlachte ihn. Dann macht er so Dampfspuren. Alter, wie schaut's denn hier aus? Zappes, ich bring dich mal wieder auf Stadt klar. Oh, danke schön. Hier so kannst du dir eine Rüstung holen. Ja, jetzt muss ich gerade eben erstmal Dingens hier. Ich habe gerade mal die 0 gedrückt. Ja. Oh. Lecker Rüstung. Ja, aber ich krieg keine Rüstung gerade. Hä?
schlägt auf ein abgebranntes Skelett. Ich weiß es doch nicht. Ich war in Rage. Alles im Affekt passiert. Aber ich habe keine Rüstung bekommen, ne? Ja, okay, warte mal, die muss ich ja anlegen erst. Entschuldigung, ja, alles Kommando zurück. Du musst sie anlegen, ich habe eine bekommen. Ich habe drei jetzt insgesamt. Irgendwas an Loot vergessen hat. Okay, ich fühle mich fast wieder fit. So, nochmal kurz ein Check-up, ob wir haben hier bestimmt... Ich glaube, der hat sich, oder? Nee, der rennt da hin, der brennt noch. Der brennt vor Leidenschaft! Leroy Jenkins! Okay, der ist hinüber. Vorsicht, der ist doch schon durch. Gib mir deine Rüstung. Ja, da kommt noch was. Vorsicht, großer Typ. Da kommt noch einer. Da kommt noch mehr. Upsi. Vorsicht, Zappes. Ich glaube, der ist durch. Oder? Jetzt ist er durch. Oh. Ich hätte gerne erst den Pfeil. Da kommt noch was. Oder? Nee. Oh. Ich fühle mich irgendwie besser als beim letzten Mal. Ja, ich mich auch. Trotzdem hinterlassen diese Höhlen hier ein leicht unangenehmes Gefühl. Ja. Ich glaube, ich habe die schon. Ja, jetzt warte mal, ich muss gerade mal meine Energie ein bisschen aufbauen. Ja. Hast du mir da ein paar Tabletten geschluckt? Ja. Erstmal immer erst entspannt bleiben. Schau mal, ob ich hier noch irgendwo Pfeile habe. Echt? Ich schwör's dir, wenn am Ende von dieser blöden Höhle nicht total geile Loot liegt, ja, ich fahr zum Entwicklerstudio. Ja. Und mach's in einen Riesenhaufen. Und ich zieh mir eine Rüstung an. Sprich, ich komme in lauter stinkendes Fleisch gekleidet bei denen ins Büro. Und sag, umarme ich jeden. Oh ja. Pussi. Okay, ich glaube, hier schaut's gut aus. Ich bin ein paar Meter weiter vor. Aber du bist noch mal am Regenerieren, oder? Ich komme. Mach nur keinen Stress. Alles entspannt. Ich wollte jetzt nur noch schauen. Ich schau immer, ob hier irgendwo noch am Rand irgendwelches Loot liegt, den wir vielleicht übersehen haben, damit sich die ganze Soße auch lohnt. Ich glaube, wir sind nach links beim letzten Mal gegangen und da war noch eine Kiste, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass hier liegen jede Menge Knochen und sowas. Und Fisch vor allen Dingen. Nimm mir doch vor allem mal einen Schädel mit. Ja, hab ich schon, ich bin voll. Ah, Schädel ist schon voll. Gut. Ganz schönes Geflatter hier. Okay, hier war eine Kiste. Fisch liegt auch rum. Versucht mal seine Attacken abzublocken mit rechter Maustaste. Und mit seinen Angriffspausen zurückzuschlagen. Okay, das ist ein guter Vorschlag. Stimmt eigentlich. Ich hab's mir jetzt auch in Valheim angeboten, mal zu blocken. Okay. Ist ja so ein Ding, was ich früher nie gemacht habe, sonst immer nur im Button-Mashing. Okay, warte mal. Und blocken ist ja voll cool eigentlich. Tabis, Vorsicht. Hier ist sau finster gerade. Ich sehe das wohl. Also, ich sehe, dass ich es nicht sehe. Ja toll, ich muss mir echt angewöhnen, das auch mal anzuzünden. Ich sehe da vorne Beine. Ne, es waren Stalaktiten. Wo sind denn hier jetzt hingeworfen da?
Ich glaube, wenn dann hier. Nee. Hier vorne, oder? Ja, ich glaube, hier vorne haben wir beim letzten Mal verzweifelt versucht zu überleben. Warte mal, ich versuche noch mal eine reinzufeuern. Ich bin mir nicht sicher. Ehrlich, das ist allein schon mit den Fackeln tausendmal besser als unser Versuch mit Feuerzeugen. Ja. Ich habe nichts gesehen, aber es ist sau dunkel einfach. Bilden wir vor allem die ganze Zeit ein, dass ich was höre. Ja. Hier ist bei mir das Ende. Ich bin hier noch an der Stelle, wo scheinbar noch weitergeht. Warte, ich komme mal auf links von hier. Ich höre irgendwas. Irgendwas war da gerade. Ich habe nicht. Nee. Also sehen tue ich hier nichts. Ja, sehen tut man hier generell sau wenig. Du bist auf der Seite hier. Hier ist Ende. Ne, hier geht's nochmal weiter. Schau ich mal hier hinten, was hier ist. Okay. Ah. Du bist dann, kennst du das, wenn es dunkel ist und du dann dich immer weiter nach vorne beugst und in den Monitor kriechst? Ja, ja. Hier ist leer, okay. Dann war hier oben noch der Weitergang. Hier geht's noch weiter. Ich will einen Checkpoint. Hier geht's weiter, warte. Wird enger. Da bist du bei mir? Ich bin direkt hinter dir. Gut. Bist du da? Ja. Wenn du willst, könnte ich dir übrigens auch noch Leuchtfackeln in den Rucksack stecken. Ja. Mach mal. Dabei müssen wir finden. Hier lasse. Drin? Ja, hab dir mal 4 Stück gegeben. Danke. Okay, hier kommt auf jeden Fall irgendwas. Vorsichtig sein. Hier ist irgendwas Größeres. Ich will nichts Größeres. Okay, schaut gut aus. Da unten ist ein Fuß, ein abgetrennter. Also was kann schon schief gehen hier? Oh, Steine. Die brauche ich für meinen Weg. Und ein Seil, hier liegt ein Seil. Ja, nice. Seil ist gut. Ich gehe mal zu dem Fuß da runter. Nein, oh Gott. Oh Gott. Ich habe einen Fuß gegessen. Warum machst du sowas? Es stand da so und dann, you know? Oh, warte mal. Interessant finde ich, dass die Gliedmaßen, die ich da gerade eingesammelt habe, beschriftet sind mit Raw Arm, Raw Leg. Also verstörenderweise liegt das nahe, dass man sie kochen soll. Ich hab da mal eine Leuchtfackel runtergeworfen. Oh, hier gibt's schön Blut. Energy Drinks. Ich hab mal eine Leuchtfackel da runtergeworfen. Aber da ist irgendwas unten. Irgendwas ist da unten. Ich weiß bloß nicht was. Also ich weiß jedenfalls, dass ich hier nicht ins Wasser fallen will. Das ist tief, es ist sautief. Ich hab ein bisschen Angst, dass da irgendwas drin ist, was wir nicht so mögen.
Und hier hinten gibt es auch noch ein paar Spulen Draht. Nett. Wofür auch immer die gut sein mögen. Ich glaube, hier ist Ende, ne? Und hier ist Ende vom Weg. Wir müssen da durch irgendwie. Aber ich habe Angst, da durchzugehen. Zwerg, ich will da nicht durch. Ich will da auch nicht durch. Wie gesagt, da unten war irgendwie. Ich habe eine super Idee. Du gehst da durch. Ich warte am Ufer. Und wenn was ist, hole ich Hilfe, okay? Zappes? Ja? Schau mal, wo ich bin. Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ist da irgendwas? Nee. Vielleicht? Ich habe einfach nur Angst. Komm mal rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier geht's ja auch noch ein bisschen. Ja. So, so. Hey, das ist eine Taucherrüstung. Oh, Stoff. Viel davon. Ey, hier gibt's Essen. Den Stoff hast du den gefunden und eingesammelt? Warte. Ein Stückchen zurückgehst zur Verlegung. Ah ja, hier. Oh, mega gut, einfach. Bin mir nicht sicher, wer auch immer hier. Wo, ey, hier gibt's was zu trinken. Hier gibt's. Oh, noch mehr. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt schon ein großer Fan der Taucherausrüstung. Ich habe das komische Gefühl, die wird gut hier im Wasser. Ja, ich habe bloß ein bisschen Angst, was wir dadurch entdecken werden. Ja. Wir nutzen mal jetzt die Taucherrüstung. Ja, ich sag ja. Bier. Der Zitterzwerg, ey, ich dreh gleich komplett durch, ne? Ich bin schon mental am Ende. Vor allem ohne Taschenlampe würde wahrscheinlich auch unter Wasser irgendwas bringen, ne? Das würde sie von so einer Fackel erheblich unterscheiden, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Wie kann ich denn tauchen mit dem Ding? Oh Gott, das ist ein bisschen frisch. Was steht denn hier noch? Stunner. Also, so wie das Spiel drauf ist, würde ich ja eigentlich erwarten, dass es das Ding automatisch equippt, wenn man unter Wasser ist, aber... Warte kurz, Inventarcheck. Vielleicht ist es im Inventar gelagert. Ich bringe einfach mal ins Wasser. Zack, ja, ich bin es automatisch. Echt? Und es, die hat Licht. Die hat Licht? Okay, jetzt hab ich's dann. Rein in die Brühe. Und wann equippt er die? Sobald du unter Wasser bist. Ah ja. Ah, jetzt. Okay. Warte mal. Geh mal. Lass mal zurückgehen. Lass mal nicht weitergehen, sondern erst zurückgehen. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Aber ich glaube nicht, ne? Kann man eigentlich kämpfen? Und nee, ne, du kannst nur tauchen. Kannst du tauchen, ja. Was rechts von uns? Nur Wand, okay. Also, das geht hier weiter. Das ist der einzige Weg, wo wir das machen können. Ja. Da man nicht kämpfen kann unter Wasser, nehme ich einfach mal an, das ist ungefährlich und mache ihn dann nicht Sauerstoff sparen.